Zwei Teams, zwei Halbzeiten, zwei Tore. Unentschieden heute geht in Ordnung. Würde ich so sagen. Also ich glaube, wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht es 1-1 vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit ein bisschen präsenter. Ja. Wir hatten auch 2-3 noch gute Chancen. Da wenn noch einer reinrutscht, schaut das Spiel vielleicht nochmal anders aus. Auf der anderen Seite, zweite Hälfte, waren die Keilberger schon auch spielüberlegen, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben es einfach gut zusammengehalten hinten. Wir waren kompakt gestanden über das ganze Spiel. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist 1-1 auch verdient, der Punkt. Ja, starke kämpferische Leistung von euch. Schon die ersten 20 Minuten war das sichtbar. Habt ihn erstmal einen Schneid abgekauft, habt das Tor gemacht und leider das zweite nicht nachgelegt. Ihr wart immer wieder dran, weil ich denke, das Spiel hätte anders ausschauen können, wenn ihr das 2-0 noch vorgelegt hättet vor der Halbzeit. Und nach der Halbzeit habe ich bei euch einen Bruch festgestellt. Ihr wart unkonzentrierter, vielleicht war der auch K.O., ich weiß es nicht. Aber manche Bälle wurden so leichtfertig plötzlich falsch abgegeben oder irgendwie hat es technisch plötzlich nicht mehr gepasst. Aber kämpferisch wart ihr die ganze Zeit dabei. Und am Schluss haben sie alle in die Bälle geworfen, um das 1-1 zu halten. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also ihr seid zufrieden mit dem 1-1? Wir sind zufrieden. Das fühlt sich ehrlich gesagt an wie ein Sieg. Okay. Ja, morgen spielen die anderen noch. Die DJK muss gegen Veitshöchheim. Ihr könntet auf 2 Punkte rankommen, ne? Wenn die DJK nicht gewinnen sollte. Schauen wir mal. Wird noch spannend für euch. Bleibt's dran und wir sehen uns nächste Woche, wenn das Wetter passt, gegen Aschaffenburg. Jawohl. Ich danke dir. Grüße ans Team. Really like these scumbags. You don't. No. May I be?
dass wir heute mit Wille, mit Kampfgeist und mit Selbstvertrauen spielen, ja? Ich will, dass egal wie das Spiel seinen Verlauf nimmt, ja, dass jeder an sich selber glaubt, dass jeder an die Mannschaft glaubt und dass jeder dran glaubt, dass die Punkte heute hier bleiben, ja? Also lasst uns das Spiel gewinnen und lasst uns die 3 Punkte in Gollhofen behalten, ja? Ja! Ja! Auf geht's! Ja, lass ihn.
So langsam. Thank you.
Seite drüben ist auch, Leute. Michel, komm, die Karina. Jetzt. Ja, geh. Ja, was zu. Gut Spiel! Woo!
Ja, jetzt nachher, da wird die Zinsen spielen. Das andere ist ja schon. Der hat Chancen und haut zu den Eiern. Jawohl. Er macht so, schau mal. Keiner weiß, wer hinter uns was ist. Alles scheiße. Kommen, ja? Karina, aufpassen, auf den Ball, Karina. Cool, super! Ja, aber wir müssen.
Zufall ist immer Leben. Bei diesen so ungern Zufall. Und drauf gleich, Achtung!
Nur gut Wetter mitbringen. Ja, ich bin ja
Michel. Ja, der ist vor 10 Minuten gegangen. Naja, wenn du beobachtet hast, dann wirst du dann auch das Zerrettenfeller. Gut zu mir, der hat mich. Hey, du kannst mir einen Hals kurz. Du stellst jetzt keinen Weg, wo wir die Pflanze mit dir. Time and time.
Vorteil. Thank you.
nicht drauf, Schiri, hey! Abstände nicht zu groß hinten, bitte! Ja, mach da! Ja! 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 Ja!
Ecke nicht an. Komm ruhig anlaufen! Schießen doch nur noch! Zum Winger, wenn ich da auch fest. In der Mitte, Leute! Schieben wir da alle da drauf. Schau dir Annika! Try it.